Das Jahr 2017 hatte sehr viele Höhepunkte und intensive Momente, auch für Marvin Knoll. Marvin, einer dieser Momente ist sicherlich dieser Moment. Ich will es mal so nehmen. Was fällt dir spontan ein, wenn du dieses Bild siehst? Ja, war ein schönes Tor von mir. Und ja, ich darf ja diese Saison die Freistöße schießen. In der zweiten Liga. Letztes Jahr hatten wir mit Kolja und mit dem Erik zwei gute Standardschützen. Dieses Jahr habe ich die Verantwortung dafür und den Ball habe ich relativ gut getroffen und war ein schönes Tor. War ein wichtiges Tor, das war damals das 1:0 gegen Heidenheim. Ja, genau. Also das war ein kampfbetontes Spiel und das war wichtig. Manchmal können Standard auch ein Spiel entscheiden und wir sind dadurch 1:0 in Führung gegangen und das war wichtig und ja, für mich persönlich war es auch ein schöner Moment. Es war eines von drei Freistoßtoren jetzt in der Hinrunde von dir. Wie oft trainierst du Freistöße im Training? Ja, wenn es die Zeit zulässt. Also wenn unsere Torhüter noch ein bisschen fit sind nach dem Training und ich dann noch ein bisschen schießen kann, dann lege ich mir den Ball ab und zu mal zurecht und übe die schon ein paar Mal die Woche. Dann nach dem Training so 5 bis 10 Minuten immer, das reicht schon. Wie ist das, kannst du das vielleicht beschreiben, wenn der Ball den Fuß verlässt, weiß man dann schon so kurz, das könnte klappen, der könnte reingehen oder der geht drüber? Ja, auf jeden Fall. Also man hat, also jeder Schütze hat seinen speziellen Anlauf und ich habe immer ungefähr ein gutes Timing, wann ich den Ball wie erwischen möchte und ja, und wenn man dann den Ball trifft und man merkt, okay, man sieht die Flugbahn, die ersten Meter, dann weiß man ungefähr, okay, jetzt könnte einschlagen oder eher nicht. Und ja, den Ball habe ich gut getroffen und mit gut Speed. Und ja, der war auch nicht zu halten. 2017 hatte noch viele andere Momente, Höhepunkte. Wie fällt so dein allgemeines Fazit für dieses Jahr aus? Ja, verrücktes Jahr. Verrücktes Jahr. Das kann man eigentlich kaum beschreiben. Also was wir hier erreicht haben, alle zusammen. Das ist Wahnsinn und das wird immer in Erinnerung bleiben. Ich werde davon immer erzählen. Das ist, also wie gesagt, ich kann es kaum in Worte beschreiben. Das war der Aufstieg, dieses Highlight zweite Liga, was wir hier alle erleben dürfen. Das ist schon Wahnsinn, weil keiner hätte damit vorher gerechnet, dass wir das schaffen. Nach der Hinrunde in der dritten Liga, da waren wir im Mittelfeld, waren gut dabei, aber auch nicht in der Spitzengruppe. Und dass wir dann so eine Rückrunde spielen, auswärts, glaube ich, kein Spiel verloren, das war unglaublich. Und ja, das wird immer in meiner Erinnerung bleiben dieses Jahr.